Der Künstler, der Leo Grässli, wird 70, Ende Mai. Und im Mai, komisch ist näher weg, haben wir uns mit dem Leo auf den Weg gemacht, in freie Natur. Er hat uns gezeigt, wie er malen. Wir haben uns unterwegs gemacht in die Voralp. Es war ein schöner Mittwochnachmittag, eben ein von den ersten Sommertagen. Und dann unterwegs in die Voralp, da hat es mal den ersten Stau gegeben. Im Lehen ist es nicht mehr weitergegangen. Ja, Leo, es wäre auf dem Weg in die Voralp. Ja, den Märtelkopf hätten wir hier irgendwie vor uns, aber das Problem ist ein Hindernis. Und Carlo. Ist das bei dir? Hast du es Geduld zum Warten? Ja, muss er fast, oder? So gut. Eben, gell? Ja. Aber ey, hast du schon manchmal müssen warten in deinem Leben? Ja, ich denke schon. Aber wenn warten kann, ist eigentlich immer gut dran. Vorhin hast du mir so ein Bild gezeigt, ich denke, also bin ich. He? Sind ja, wir jetzt oder denken wir jetzt noch? Ja, jetzt weiss ich nicht. Wir denken schon ein bisschen. Wir könnten vorwärts machen, zum Beispiel. Gell? Aber alle müssen warten, der Pieps auch. Wie geht denn er? In meine Hütte neu. So. Ja, jetzt kehre ich um und gehe verkehrt über den Rock, Rockhalt. Also, kannst du nicht machen? Wo liegt das? Ich habe alle rechts gerammt. Der Leo und ich aber halt nicht, und darum haben wir gewartet. Hast du ein neues Handy? Ja, genau. Das bin ich allem üben. Gebrauchsanweisungen lese ich nicht, aber immer noch ein bisschen üben. Da bist du froh, kannst du warten. Ja. Was hast du da drauf? Ja, das ist schon wieder weg. Siehst. Das ist mit dem. Bist du jetzt in Italien? Hola. Das ist Slowakei. Hoppla. Und darum sagen die Grabzer Slowakei. Aha. Das ist ein Ausdruck, das ist wahrscheinlich von der Slowakei. Das ist ein Slowakei. Ja, gell? Das Handy eröffnet schon ein bisschen. Also ja. Der Weg zur weiten Welt. Ja? Ich weiß schon, wenn man es jetzt auch können. Aber ja. Als kommt als drei. Ja. Ja. Ja, und ein Foto könntest du machen vom Märgli natürlich, oder? Ja, ja, da bist du. Warum bist denn du so Fan vom Märgli? Also, was ist denn das? Ja, weil mir einfach gefällt, der ist schon so allein. Aha. Er steht so, das ist ein Schreiber, so ein Herrscherpolster dort. Ja. Allein und trotz beherrscht er vier Horizonte. Ja. Und trotz den vier Winden. Ja. Ja. Du, ganz eine andere Frage. Hast du schon mal erlebt, dass man 3/4 Stunde warten für 3 Paletten? Hm. Aber jetzt haben wir es, hä? Ja, haben wir eins. Ein St. Gallen halt, gell? Ja, okay, der Zeug. Immer das Gleiche mit denen. Gell, mit denen? Dumme Schnorren über die Trinkhalle. Schauen wir mal, hä? Ja. Aber langsam oben kommen wir vorwärts, hä? Bringst du mir einen Bratwurst? Ja, du. Hä? Leo. Dann gehen wir hier auf die Walz. Ja, genau. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Und gell, ein wunderbares Lüftchen. Ja, genau. Und das ist ein Unterschied, gell, wenn man einfach nur nach Fotos malt. Ja, oder... ja, so bitte. Es hat einfach keine Stimmung. Es gehört ja einfach alles dazu. Bist du viel in der Voralp gewesen? Ja, schon ziemlich viel, ja. Ja. Und dann gehst du einmal raus, da eben, mit allen Utensilien. Gell? Ja, mit allem zusammen. Für uns ist jetzt heute extra noch ein neuer Blockhof. Mit Nahrungsmitteln. Aha. Letzten Plätzchen. Ja. Und natürlich einen halben Liter mindestens. Aha, ja. Ja gut, die Wurst schlummern jetzt einmal. Ja, also Servola haben wir. Der halbe Liter auch, oder? Haben wir nur mal abgegeben. Eben, ja. Ehrgeiz entwickelt mit dem Brötchen. Aber was alles heisst das? Mögliche. Aha. Ja, Schafkotelett, alles Mögliche haben wir schon gebreitet. Oder Bullenschenkel. Und dann, wenn du nichts verkommst, dann hast du etwas Fahriges. Wenn ich etwas Fahriges habe? Ja. Ja, das habe ich nie. Nie? Ja. Dann bist du jemand am Zeichnen aus und dann können die Leute her, gell? Ja, da nicht. Weißt? Da nicht. Ich schaue schon, dass ich einen Platz habe, wo ich. Aber gell, selbst stört dann ein bisschen, wenn ja, die Leute können. Ja, das kann viel stören. Ja, ja. Ja. Mal. Es ist ein bisschen, wenn ich da hinten bin am Malen, macht es weniger aus. Jawohl. Ich muss zuerst muss mich können sammeln. Ja. Und dann mache ich mir im Kopf vier Konzepte mit der Farbe, die ich will brauchen. Etwa vier Farben. Ja. Und dann suche ich einen Ausschnitt.
Und dann muss er dann loslegen. Es ist wie ein Lied singen. Und eben hier dein Leo. Wer kann man mehr bühnen? Der ist alter dabei hier. Ja. Wie sagst Leo du denn? Lino. Leo Lino? Ja. In Mexiko bist du der Leo gewesen, gell? Ja, in Amerika. Ja. Amerika? Ja, der Leo. Und dann bist du noch bei dieser Grenze. Der Leo. Ja. Haben sie fast noch verhaftet, oder? Ja, nein, sie haben nicht. Sie haben gewusst, wer ich bin. Aha, gut. Sie haben natürlich dort schon, weißt, ich bin dort unten noch Stacheldraht durchgekrochen. Ja. Und dann haben sie wahrscheinlich dem Sheriff berichtet. Ja. Aber was hat denn der Sheriff? Ja, aber der hat mich wahrscheinlich gekannt, weißt du. Aha, ja. Der Heb, der war von Saletz oder von Sennwald. Ja. Der hat doch das durchgegeben. Ich sage den dort, oder? Ich sage das. Hoppla, jetzt wird es aber noch sportlich hier, über das Brückli. So. Ich habe ein bisschen Mühe, muss ich schauen. So, jetzt kommen wir ein bisschen. Ja. Jawohl. So. Aber eben, gell, für das, dass du jetzt gerade... Du bist gerade noch operiert worden. Ja. Also bist du wieder gut zu Fuss? Ja, eigentlich schon, ja. Du nimmst hier oben, der Merkelkopf, der fehlt dir nicht. Nein. Da der Sichel kam, ist schon ein gut beliebtes Objekt. Jawohl. Der Sichli. Ja, ich glaube, du, dann stellen wir dir mal einen Stuhl her, oder nicht? Ja, genau. Wo willst du am liebsten sein? Ja, ich habe da irgendwo. Da hinterher. Ja, wir stellen den Stuhl mal her. Da kann ich einfach wegdenken. Jawohl. Aber es ist gut im Zeichnen, kannst also du wegschauen, was dir nicht passt. Genau. Du, das ist natürlich jetzt ein. Das ist ein spezieller Stuhl, nicht? Ja, der ist bequemer als die, die ich sonst habe. Und natürlich steht Swiss drauf und das Schweizer Kreuz. Und ja, so. Ja, weißt du, es ist nur ein Stuhl, der so in eine Plastiktasche hingeht. Nein, das muss ich schon sagen. Also ich bin sehr ein Stuhl von dir. Also wenn man mit dir abmacht, du bist immer pünktlich, du bist gewissenhaft. Also, gell, ja, also? Mit dem Pünktlichsein habe ich schon nicht mehr genau. Ja. Und noch ist der Block getan. Das ist jetzt schon eine Weile lang nur so, der Jose zeichnet. Dann machst du das extra noch mal vor. Gell? Und jetzt muss ich schauen. Der Hut ist dabei. Was jetzt noch fehlt, das ist die Schleife. Gell? Schleife, ja. Hat er, quasi deine Haushälter weggeräumt, gell? Ja. Wir haben sie rumgefunden. Macht nichts. Macht nichts, hä? Ja, Leo, hä? Ich denke, allzu bin ich, hä? Ja. Was denkst du jetzt so, gerade so jetzt? Ja, jetzt müssen wir zuerst auspacken. Genau. So, jetzt geht's los. Du hast kommt... nie eine Staffelei dabei, gell? Ah, nie. Ja. Du malst auf den Knien. Jetzt kommt die Entscheidung. Zuerst denke ich, jetzt will ich jetzt etwas Hochformat oder Querformat machen. Ja. Mal aber nicht mehr. Quer. Und die zweite Entscheidung ist, mache ich mehr Himmel oder mehr Berg? Ja. Das ist jetzt in dem Moment, weißt du, wo du jetzt musst entscheiden musst und noch ein bisschen da bist. Ja. Kommst du dann in Stress oder ist das für dich jetzt? Ja, das ist einfach. Das muss man halt, oder? Ja. Weil ich bin jetzt nicht hier ein Bild auf Papier rein komponieren, oder? Jawohl. Ich mache nicht mit Teil so also gross da mit irgendwie. Und dann, weißt du, so Zeug verlaufen lassen, Wasser verlaufen lassen und dann einen Ausschnitt zu machen. Ja, genau. Ich mache eine Komposition. Aber gell, da muss man schon sagen, die letzten 4 Jahre hast du eine unverschämt kreative Phase. Nein, unheimlich. Vom 13. weg. Ja. Hat es einen bestimmten Auslöser gegeben dort? Ja, es ist halt. Weil ich krank war, oder? Dann hat man das behandelt und dann hat es natürlich einen Auslöser gegeben. Mal ist jetzt so die ganze Silhouette, oder? Man muss sie vortasten, oder? Und das ist eben gut, wenn man zuerst mit heller Farbe geht. Jawohl. Warum denn? Ja, weil man mit den Dünkeln immer drüber kann. Aha. Und ich bin ja gelernter Grafiker, oder? Und wir machen ja mit Druck die Farbauszüge und da fängt es genau gleich an. Aber du bist Bist du ein ungelernter Linkshänder oder bist du ein richtiger Rechtshänder? Ja, ich bin
umgewandelt, der Rechtshänder. Aber oder? Ich war ein Beidhänder. Jetzt im Moment geht es so rum, oder? Aha, ja. Mit der linken Hand. Ja, ja, ja. Weil ich eine Gefühlsstörung habe. Ja, ja. Aber ist denn das, was meinst du, das, was dein Talent ist? Das wie in die Wiege gelegt, oder? No. Ja, hast die Beidhänigkeit, hast der Blick, die Sicht, ist das wie in die Wiege gelegt, irgendwie, dir? Nein, no, schon. Ja. Schon, ich denke schon. Ja. Ja. Ich meine, ich als Klein auf schon immer gezeichnet. Oder? Eben, ja. Die Leute haben gesagt, ist der ruhig, die Frauen haben gesagt, ist der ruhig. Ja. Und die Nachbarn haben, ich hatte, wie soll ich sagen, der Schrecken von der Nachbarn. Immer wenn irgendwo eine weisse Fläche war, habe ich gezeichnet. Da habe ich mal am Sonntagmorgen einen Tintenbleistift in die Hand gekriegt und dann der Nachbarn hat der Lädchen zu, den ganz lang zu, frisch gestrichen, so also schön weiss. Da habe ich auf jedes Lädchen etwas malen, mit dem Tintenbleistift. Aha. Bis die Mutter das weg hat. Ja. Also, das eine ist Talent, aber dann braucht es eben noch Einsatz. Gell? Und ja, viel, ja. Und auch, man muss frei sein, oder, dafür? Ja, klar. Ja. Ja. Ja, ich meine, ich bin noch in der Schule, oder? Ja, ja. Also, das müssen wir fast ein Hindernis sein. Ja, ja. Ja. Man wird zu kritisch. Unter Umständen. Ja. Oder und was die Schule ein bisschen abmarkiert hat, ist die Freude. Oder? Und das ist wichtig. Ja, wir haben, wie soll ich sagen, wir haben jetzt einfach die Lehre, die wir hatten, sind nicht, haben keine Didaktik und keine Methodik. Zu einer Zeit, das sind eigentlich Grafiker gewesen. Ich finde, der eine ist zum Beispiel sehr guter Grafiker, also sehr guter Schriftentwickler gewesen, sehr gut, oder? Aber er konnte es nicht können bringen, es war eine Stimmung bei der Schrift, wie in einer Klosterschule. Aber haben Sie die, wenn Sie es machen lassen? Ja, klar, so ja. Ja, ja. Aber auch hast du nicht viel profitiert? Ja, kann ich nicht sagen. Ja. Also, eigentlich schon, oder? Ich habe viel profitiert. Und also, für uns ist es einfach von der Schule in die Praxis ist halt etwas Neues anfangen müssen. Ja. Ich hatte Glück, dass ich in eine Firma gekommen bin, wo keine Rolle gespielt hat. Da konnte ich prüfen. Oder? Ja, ja, ja. Und während der Praxis lernst du es halt, oder? Ja, ja, ja. Das ist klar. Ja, genau. Ja. Eben, das waren noch andere Zeiten, gell? Ja. Und apropos Zeit, man hat auch mehr Zeit gehabt, natürlich, oder? Ja, natürlich, ja. Ja. Du hast es ganz anders, wenn wir so die Wiese um mich schauen, so ein paar Gänseblümchen hat es. Aber sonst ist eigentlich nur noch viel los, gell? Ist eigentlich schade, eigentlich oder? Eigentlich schon, ist nichts mehr. Ist irgendwie schade, gell? So, ja, so, ich finde ja. Ja. Aber sonst muss ich schon sagen, das dunkelt zu mir. Da ist noch schön, he? Da ist so schön. Ich bin dann halbwegs dort unten dran, hat ein Stein. Und da vorne hat es noch Bächli. Ja. Dann bin ich dort hergekommen und habe dort unten brötet. Das war der ganze Sonntag da. Aha. So, dann schauen wir die mal malen und ich laufe mal ein paar Schritte vor, mal schauen, ob ich das Bächli sehe. Ja, gut, das ist glaub, dort rechts, bei den Bäumen. Also muss ich da bei den Bäumen durchgehen? Rechts, ja. Rechts durch. Ja, also gut, wir laufen jetzt mal auf den Spuren von Leo. Und eben, als er in den USA war, war in der Lio, an der mexikanischen Grenze entlang, und hat dann dort eben natürlich auch Erfahrungen gemacht eben mit der mexikanischen Sheriff. Aber so wie es hier ja auch ist, überall, wo er auftaucht, ruft man ihm, überall, wo er auftaucht, sagt man: «Hoi, Leo, man hat eine Freude, wenn er kommt.» Also, der Leo ist einer, der berührt, nicht nur mit der Kunst, auch mit seiner Art. Und ich bin jetzt gespannt, wie das Bächli hier aussieht. Ich bin jetzt langsam bei dem Bäumli, oder? Und rechts ein werden das Bächli da. Ja, also ich habe das Gefühl, in jungen Jahren ist der Leo noch zünftig gelaufen. Also, ich bin überzeugt, da unten ist ein Bächli. Ja, mit Laserbrille und Gimbal ist das ein bisschen kompliziert. Aber ihr seht, der Leo, oder eben der Leo hat recht. Das Bächli, das ist da unten. Ein wunderschönes Bächli im kühlen Schatten. Hoppla, jetzt haben wir hier noch beim Draht eingehängt. Ach du. Ja, also gut. Also,
Da war der Leo und wir gehen jetzt wieder zurück zum Leo, wo er jetzt im Moment gerade da ist und schauen, was er schon gemacht hat. Ja, eben, das Bächli haben wir gesehen und ich bin auch gespannt, was da der Leo inzwischen schon gemacht hat. Ihr seht, das ist wirklich da ein Örtli, wo man wirklich super gut kann malen, man ungestört ist. Er hat mir erzählt, dass er letztes Mal Städtli gemalt hätte und er sieht dann fast fertig gewesen. Da kamen irgendwie Kinder oder so, haben ihm über die Schulter geschaut, gefragt und so weiter. Und dann natürlich ist die Ruhe ein bisschen weg und dann ist es irgendwie dann ein bisschen missglückt. Und glaube, dort hat er gesagt, sei er dann heimgegangen und hätte dann daheim aus Erinnerung gemalt. Das stelle ich beim Film übrigens auch fest. Wenn man etwas filmt, bleibt einem etwas viel eher in Erinnerung. Du, Leo, was mich auch noch erstaunt, ist jetzt ja, ein Kogenhitz, ist dir nie zu heiß? Hä? Ist dir nie zu heiß? Ha. Nicht? Bist du hier Wüste gewöhnt? Kalt und heiß. Aha. Ich bin zäh. Heula. Du, da ist aber viel gegangen. Du. Halt mir die Farbe noch nicht. Eben, du bist dann natürlich noch. Du bist ja noch heikel, hä? Ja, muss man schon sein. Das ist wie beim Kochen. Aha. Man muss dabei sein und richtig würzen. Eben. Und was ist denn, wenn dann... Weißt du, mir ist schon passiert, im Film, wenn etwas abverheilt. Also, hast du schon einfach dann gesagt, so, das neue Blatt, ich fange nochmal an. Ja, so bist du so. Ja. Aber selten eigentlich. Selten. Wenn ich gestört werde, weißt du. Selbst ist noch verrückt, wenn man gestört wird. Ja. Also wenn ich dahinten bin, im Zeichnen hin, spielt es nicht so eine Rolle. Wie jetzt eigentlich. Jetzt gehe ich auch Schicht auf Schicht, oder? Dann wird es eben dicht, oder? Das sind jetzt Kreide, gell? Das sind Pastellkreide. Ja. Nicht zu verwechseln mit Ölkreide. Das haben wir schon da? Nein, Ölkreide. Habe ich nicht gern. Das gibt ein Reibeli. Das ist eine Auffassungssache. Material ist immer. Auch beim Aquarell. Papier oder. Ich kann eigentlich trocken malen mit dem Aquarell. Und dann brauche ich Papier, das saugt. Oder? Das ist natürlich auch ein bisschen der Rhythmus, man mir fast musikalisch, weißt du? Eins muss ich schon sagen, bei den Amerikanern, das sind irrsinnig anständig. Ja. Hat es mir gedacht, oder? Ist jetzt nie einer in die Nähe gekommen, bin da. Also da, zum Beispiel am Liechtenstein, wo meine, wir gehören dort zum Tourismus. Jawohl. Dort warst du im Reisejob gewesen, zum Beispiel, oder? Ja, ja. Ja, dort habe ich natürlich auch Plätze, wo niemand herkommt. Das habe ich schon erwähnt. Wenn man im Restaurant gegen den Ochsenkopf kommt, hat es eins. Also, weißt du, zwischen dem Ochsenkopf und so ein Eis hat so weisse Sandmäntli. Jawohl. So weisses Kalkstein. Und der habe ich viel gemacht. Also ein Porträtmaler auf dem Markusplatz in Venedig, so wärst du wär ich nicht. Nein. Also wir haben es gemacht, den Sennhauser und ich zum Geld verdienen. Im Tessin, Lugano, oder? Aber ich habe hier. Es hat dann vorher mal geregnet und dann habe ich von der Postkarte vergrößert abzeichnet, oder? Und dann haben wir die kopiert auf ein schönes Papier und dann habe ich das aquarelliert, oder? Ja. Und der Kollege hat ein Porträt gemacht. Ja. Ja, wir haben nicht schlecht verdient eigentlich. Ja. Wir haben noch nichts gebraucht, oder? Einmal sind wir in einem Hotel. Weil ich bachnass war, wir haben auf der Rose geschlafen. Und dann war er ist dann zu der Direktor,
also zur Chefin gegangen. Und die hat gesagt, ja, sie tue uns vor dem Speisfall zwei Tisch her im Gang her. Da kommen dann die Leute raus. Schön mit weißem Tisch durch. Präpariert gewesen und wir da hinter unseren Zeichnungen. Und dann haben sie uns da also, für die Mitleidung angeschaut, oder die Frau. Wir waren so verseicht gewesen, oder? Wie Mäuse. So, hast du Rotman gerne gemacht, gell? Ja. Mit dem Walter zusammen hast du auch mal quasi Werder schauen gegangen. Ja, dann hast genau. Du auch gegrapsert. Ja, und dann haben wir gegrapsert, ja. Grapserberger. Ja, so, beim Trollwilla. Dann haben sie alles verstanden, oder? Ja, sie haben gemeint, sind sie aber nicht einig geworden, ob wir Italiener oder Finnen sind. Und dann auf einmal haben sie euch geeinigt? Ja, das sind ja die Chauffeure, haben dann, ja, sie sind ja geschwommen, ja. Kann man sagen, oder? Sie haben es auch gleich nicht gewusst. Und wir haben es verstanden und die Franzosen sind auch ganz, wie soll ich sagen, irgendwie befreundet dort gehockt. Und übergeschaut zu uns werden, mit unserer barbarischen Sprache. Ja, so. Du hast da aufputzen, Bubli. Wir haben gehört. Ja, Modellan könnte noch von Sickenberger sein. Jetzt habe ich da natürlich ganz freie Ding gewählt. Eine freie Umsetzung. Das ist ja nicht immer gleich. Manchmal halte ich mich etwas mehr in die Natur und manchmal so geht es nach meiner Hand. Nach meiner Hand, wie sie will. Aber eben, also wenn du es das erste Mal anschaust, du bist da voll zufrieden, he? Ja, natürlich. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Wunderbare Sache, ja. Oder? Es muss einem dann auch etwas geben, oder? Ja. Man fragt ihn nicht gerne, aber ein Künstler lebt natürlich auch noch ein bisschen vom Verkaufen. Ja, natürlich. Also kann man bei dir jetzt so etwas in Auftrag geben, weißt du, ein bisschen? Ja, habe ich auch gemacht, ja. Was muss man denn nicht schon rechnen? Ja, kommt drauf an. Also so, ja, das habe ich schon gemacht, Ferienhäusle oder so etwas, etwa 350 Franken. Also eine Federzeichnung, ja. Ja. Ein Porträt, auch etwa gleich viel als ein Foto, oder? Mhm. Und so kostet es mehr. Aber jetzt mal ehrlich, weißt, eben, also, du meinst jetzt, ein bisschen etwas könnte auch einer lernen, oder? Ja, lernen kann jeder. Ja. Das ist keine Frage. Nicht unbedingt die Technik. Ja. Das ist schon ein bisschen speziell. Weißt du, wenn ich jetzt so drauf schaue, das sind ja Maximum 20 Minuten, ja. Wo du das jetzt so herzaubert hast. Ja. Auf den Knie. Einfach, mit wenig ja. Hilfsmitteln. Das ist schon besser. Manchmal mache ich auch noch einen falschen Strich, aber die Fehler sind richtig schön. Und gell, der Schweizer Stuhl, der haut einem schon ein bisschen raus. Der ist gut, ja. Ja, so ist weniger komfortabel, weißt du? Ja. Also, der Valentin hat dann mal gesagt, kannst du da hocken? Das ist ja Qual. Weißt du, das musste in einen Plastiksack hingehen. Das ist nur A4, genau. Oder? Ja, genau. Nur A4 groß. Ja. Jetzt bin ich also da sehr frei geworden. Aber das macht nichts, das ist meine Angelegenheit. Genau. Oder? Ja. Nein, man hält mir ein bisschen mehr. Und das Motiv und manchmal geht mich, dann ist es vielleicht ein bisschen expressiv. Ja, am Schluss spielt das gar nicht eine Rolle, ob es zum Objekt entspricht, sondern die Farbe muss ich ansprechen, oder? Ja, genau. Oder? Und das ist jetzt wirklich ich so ja sowieso immer übertrieben mit der Farbe. Bist du, würde ich sagen, ein herzlicher, warmherziger Mensch hier, gell? Ja, ich weiß nicht einmal. Weißt du, wenn man so die Farbe anschaut, kommt es mir so ganz warm vor. Ja. Ja, es gibt alles. Weißt du, jetzt ist schon die Stimmung natürlich warm, das geht über dich. Ja. Das ist schon klar. Weißt du, wenn es kühl ist, kommt es so kühl. Ja. Gibt es so ein kühles Bild. Oder? Aha. Ja. Das ist schon klar. Das geht über dich. Da kommt das so richtig vom Herzen, in dem Fall. Ja.
Überlegst du die Rutschis oder geht es einfach in die Hand? Ich komme in die Hand. Überlegt dann am Anfang. Weil zum Einprägen muss ich schon. Also könntest du jetzt heimgehen und könntest es aus der Erinnerung auch noch etwas machen? Ja, eigentlich schon, aber mache ich natürlich nicht. Weil das Erlebnis ist da. Ja. Oder ich habe mit einem Kollegen, mit einem Künstlerkollegen, mit einem Zeichner, er hat immer noch Skizzen gemacht, schwarz-weiß, und danach hat er Ölbilder drauf gemacht. Und mir dunkel, dann mache ich immer das Gleiche. Ja. Weißt du, es ist wie dort. Die gleichen Wolken, die gleichen Bäume. Und da geht es eigentlich dann eben, weißt du, es geht dann, wie soll ich sagen, es wird fast musikalisch dann. Man sieht so Rhythmen. So ist es dann immer ein bisschen gestalten, da Rhythmen reinbringen. Und so sollte man nur viel machen. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Es sieht hervorragend aus. Ja. Komm, hält mir es mal entgegen. Ja. Innerhalb von einer halbe Stunde, also weniger, ja, weniger noch sogar. Ja. Ja, warte mal, 142 angefangen, 113 sind wir und zwischen dir sind wir noch gelaufen. Nein, weniger. Ja, ja, mhm. Ja. Aber eben, auf das kommt es nicht drauf an. Gell, es kommt drauf an. Aber würdest du auch sagen, das ist ein Bild, das jetzt wirklich gut geraten ist, spontan vom Herzen aus gekommen ist? Ja, ich glaube schon. Ich bin immer noch ein bisschen selbstkritisch. Hab Gefühl, also machen da nichts mehr dran. Daheim in der Regel höchstens noch signieren. Aha. Für mich ist das wie ein Lied singen. Also signieren tust du dann daheim noch? Ja. Das sieht noch gut aus, wenn du so Handy hoch machst. Da kommt gerade Maxi, kommt der Sheriff ins Zimmer. Ja, der ist nicht Kugel kontrollieren. Er gewusst, wer ich bin. Und ihr habt den Leo oder den Leo vom Werdenberg hoffentlich jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt. Meine Frau hat den Ton gemacht hat und ich, die gefilmt habe, auf jeden Fall schon. Und wenn es auch interessiert, was der Leo so malt, dann geht am 1. Juni doch einfach zur Vernissage. Am 7. fängt es an beim Sportsprecher oben im ersten Stock im Limps. Und wenn ihr den Leo mal seht, dann sprecht ihn darauf an. Beim Leo, da könnt ihr jederzeit sicher sein, findet ihr ein offenes Ohr und er zeigt euch sicher auch gerne seine Bilder. Wir berichten dann im zweiten Beitrag nach der Vernissage noch etwas intensiver und genauer über andere Aspekte vom Leo oder vom Leo, wie ihr wollt.